Kelvin, eine ganz einfache Frage und damit willkommen im zweiten Bonusteil. Wie alt wirst du in 4 Jahren? Moment. Muss ich kurz... Nee, ausrechnen brauche ich nicht. 18 werde ich, glaube ich. Klingelingelingelingelingeling. Der Kelvin wird 18. Das ist meine Antwort. Puh, da bin ich aber erleichtert. Herausragend. 18 stimmt. Die Zahlen eines Kalenders folgen gewissen Regelmäßigkeiten. Während zu den benachbarten Zahlen eine Differenz von 1 besteht, differieren die Zahlen darüber und darunter um 7. In einem Quadrat von 4 Zahlen weist die Summe der oberen Zeile zur Summe der unteren Zeile eine Differenz von 14 auf. Wenn wir in dem Quadrat eine Summe von 88 haben, müssen die oberen beiden 37, 44 minus 7, ergeben und eine Differenz von 1 aufweisen. Das wären 18 und 19. Und, hast du es verstanden? Ich hab's verstanden. Natürlich. Wir sind die NRW Callboys. Das werden wir auch immer bleiben. Meinen Respekt, das war eine echte Glanzleistung. So, Kettenschmiede. Mal sehen, was du von diesem Rätselchen hältst. Rätselchen. Rätselchen. Das wird spaßig. Du möchtest aus 3 identischen Halsbändern eine Halskette machen. Ordne die unten abgebildeten Flächen so neu an, dass alle Armbänder sich zu einer durchgehenden Halskette verbinden. Viel Spaß. Ach du liebe Zeit. Ach du Heilige. Ist das jetzt schon das richtige Denken oder ist das jetzt schon das... Du hast ja hier nur Ecken drin. Ja. Wie willst denn hier was? Wie willst denn hier... Ja, du kannst es weder drehen. Wie gesagt, das wird spaßig. Ja, ach nee. Hui. Ja, wahrscheinlich muss man es so irgendwie machen. Dass kein Kreis mehr ist, sondern einfach nur irgendwas. Ja, aber wie willst du denn hier hochkommen? Was weiß ich denn? Mecker mich nicht an, Alter. Ich hab dir nichts getan, Alter. Mann, ey! Alter! Alter Falter hier, ne? Zu einer großen... Ja, wie soll man das gehen? Fass mich statt. Oh, ich verstehe das nicht. Wieso muss ich das immer machen? Nach Weihnachten habe ich einen besseren PC als du. Na, herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr so schon sagen. Ich habe jetzt knapp 1000 Euro gespart und da kaufe ich mir was Schönes. Oh, was Schönes? Ja. Bevor du mit dem Verschieben anfängst, überleg dir zunächst, wie die Kette am Ende aussehen muss. Setze die Armbänder zu einem großen Additionszeichen zusammen. Hä? Ich habe ja keine Halskette. Die 3 leeren Kacheln und das leere Quadrat bilden die 4 Ecken der Halskette. Wenn sie fertig ist, selbst der kürzeste Lösungsweg besteht aus einer ganzen Reihe von Zügen. Bleib also am Ball und gib nicht auf. Versuche dir vorzustellen, wo sich die einzelnen Kacheln befinden, wenn die Halskette fertig zusammengesetzt ist. Wenn du das schaffst, sollte es dir verhältnismäßig leicht fallen, die Kacheln an die passende Position zu bewegen. Also die hier sollen in die Ecken. Wie soll da bitte ein Plus draus werden? Ach ja, ist doch klar. Ja, natürlich. Jetzt habe ich es gerade vor dem Auge. Überleg doch mal, so ein Plus. Ja, ich bin dabei. Genau. Aha. Ja. Oh. Kacke. Das heißt Kacke. Kacke. Kacke.
das passt da auch schon wieder nicht. Mann, ey! Der ganz unten links in der Ecke muss nach oben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, toll. Moment mal. Was hat dir das jetzt gebracht? Ja, Moment. Ich bin ja noch nicht fertig. So, jetzt passt das und das. Ja, und jetzt muss ich nur noch dem mit dem. Dem mit dem. Tja, jetzt hast du ein Problem. Ach, Kacke. Now you have got a problem. Nee. Jetzt mach aber nicht nochmal Neustart. Neustart? Ja, Moment. Na. Ach, das ist doch immer noch das Verkehrte. Mann, ey. Weißt du, wonach das gerade aussah? Wonach? Ich sag's nicht. Besser ist es. Tja, halt rum. Bin ich nicht witzig? Nee, ich auch nicht. Mann! Ui, ich hab's gesagt. Moment. Ach, jetzt ist der schon wieder da unten. So. Wrong way. Der muss da runter. Nee. Ja, toll. Da waren wir eben schon mal. Schon mal. Da waren wir schon mal. Aber ich glaube, du warst eben schon fast dran. Nee, war ich nicht. Doch. Ja, wo denn? Ja, eben. Ja, super, eben. Ja, eben. Genau. Ja, da runter. Jetzt habe ich den Kack wieder. Das ist manchmal so... Scheiße. Ja, ich sage dir. Aha, aha. 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 Ja, ganz toll. Jetzt habe ich hier unten wieder. Scheiße. Kehr darum. Ich hab dich einmal im Kreis gedreht. Ich weiß es ja gar nicht mehr, wo was hingehört. Der gehört nach hier unten. Ja. Der gehört nach da oben. Nach. Oh. Was machst du denn? Ich hab doch keine Ahnung. Was will man nicht anmachen? Ich sehe gar nichts mehr. Schon dunkel geworden. Ach. Aua. Irgendwo fehlt mir immer eine Lücke. 306 Züge, ey. Ich wette, wir kommen auf 1000. Ach, na, vielen Dank. Du machst mir Hoffnung. Das muss ja tierisch langweilig sein für die Zuschauer zu Hause. Für mich ist es auch. Ja, danke. Super. Klasse. Mach unser Let's Play noch gleich zum... Zum... Gespött der Nachbar. Schwanz. Da sieht man mal, wer hier an was denkt. Du an Layton. Ach nein, guck es dir an, guck es dir an. Warte, ich muss gerade einen Stecker anstecken. So, jetzt kann ich... Das ist knapp. Und sehe ich jetzt mal irgendwas? Ah. Licht. Kamera und Action, jetzt darfst du Action machen. Ah, danke. Ey, mir fehlen jetzt das nur noch... Das ist so knapp. Ach. Aber reißt jetzt hier wieder irgendwo was anderes auf?
Na, dann hast du genau wieder das Problem. Das ist so knapp. Ich schiebe jetzt hier so lange hin und her, bis es passt. Das ist die richtige mit... Ja, das ist... Geil. Oh Gott. Jetzt müssen wir uns also auf Rätselsuche begeben. Ja, genau. Einfach wie wild drauf loshämmern. Wirklich abgechickt, gechickt. Hier ist nicht etwas lang geraten. Nein, ja, danke. Jetzt müssen wir also Rätsel lösen, um die anderen... Ja, das nenne ich vorbildliche Tüftelarbeit. Famos. Natürlich. Tja, aber... Das Haus der Rätselhüterin. Haus... Ich guck mal, wie man die freischaltet. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich schaue mich hier mal... Oh! Bitte schalte das System nicht aus. Nein. Latest-Aufgabe streng geheim. Klofile. Ach, das ist das wieder. Das hat man letztes Mal auch schon, ne? Ja. Bienke hatte ein sehr bewegtes Leben, doch bleibt uns dieses ein Geheimnis, da der Arme der Vernichtungswut von Lola Enigma zum Opfer fiel. Ein gesprächiger Geselle ritterlichen Geistes momentan lediglich etwas erledigt. Sehr schönes Deutsch mal wieder. Ja, aber wirklich, das ist für Kinder. Guck mal, so viele haben wir... Boah. Die in der Mitte da eben hatten wir aber nicht. Galerie, der Premier am Rednerpult. Premierminister Bill Hawkes bei seiner Ansprache zur Vorführung der Zeitmaschine. Noch ahnt er nicht, was ihm bevorsteht. Was ist denn einfach? Was wächst denen da aus dem Haar? Unsere Helden setzen sie mal zu Fuß ins Casino. Besonders Lou kommt bei all dem Prunk aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Das sind ja einfach nur Bilder. Ist ja langweilig. Allerdings. Hitzkopf Postro. Erzschurke Layton. Katsching! Oh, Kaninchen in der Klappe. Ich bin Roboter Layton. Das Gerät steht ihm gut, oder? Ja. Es war schon ein schönes Spiel. Ja, allerdings. Was haben wir auch schon angeguckt. So, und jetzt gucken wir bei der Geheimtür. Ja, gib das Passwort aus Professor Layton und die Schatulle der Pandora! Warte mal, ich glaube, das habe ich noch. Ganz ruhig. Ja, hier, Fahrkarte in die Zukunft. Ich glaube, das haben wir für die Pandora gebraucht. Kann das sein? Ja. Ach, toll. Warte mal, ich guck mal, ob ich die alte Schachtel noch finde. Moment. Die alte Schachtel. Ja, Freunde, Palim Palim. Wisst ihr, wie türkisches Glücksrad geht? Ich kaufe ein Ü. Ding, 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 ding. Ach, herrlich. Und damit ihr auch wisst, wo das herkommt, ich habe gestern RTL geschaut und, ja, Kaya Jana, made in Germany. Ich trinke mir jetzt mal was. Lecker Eistee. Tja, dann warten wir mal auf die Dinge, die da kommen. Ich hoffe, der Kelvin findet das noch. Das Schade ist jetzt halt nur, dass wir nicht mehr zu unserem Let's Play Together hier die Schatulle der Pandora kommen. Weil die haben wir, oder ich für mehr, leider nicht mehr gespeichert. Das wäre wirklich schön gewesen. Dann hätte man da noch vielleicht weitermachen können. Naja. Tja. Ich hoffe, er kommt heute noch wieder. Ansonsten bei mir, ja, was tut's bei mir Neues? Ich habe mir heute Geheimakte 2 gekauft. Ich denke mal, das wird das Adventure sein, was demnächst neben dem Star Trek Let's Play dann bei mir auf dem Kanal zu finden ist. Bin ich mir aber noch unsicher, vielleicht kommt auch noch ein anderes. Und vielleicht kommt auch noch ein kleines Let's Play Together auch wieder mit dem Kelvin. Da bin ich mir auch noch unschlüssig. Mal sehen, mal sehen. Tja. Ich würde vorschlagen... Da ich nicht weiß, wie lange... Ach, da so. Ist er schon. Ich krieg's jetzt gerade nicht, weil mein Bruder das gerade hat und nicht hergeben will.
Och nö. Sag ihm, dass wir am Aufnehmen sind. Habe ich getan. Sag ihm, dass ich sonst vorbeikomme. Habe ich auch getan. Sag ihm, dass ich ihn sonst eins auf die Fresse schlage. Naja, wir müssen doch... Wie wär's denn, wenn wir uns jetzt einfach ein Video von der Schatulle der Pandora angucken? Da müsste ja genau dasselbe da unten stehen. Dann müssten wir es noch eingeben können, oder nicht? Gut, dann würde ich vorschlagen, die Zeit ist eh erreicht, Freunde. Dann machen wir Schluss, sehen uns gleich mit dem dritten Bonusteil wieder und dann wissen wir hoffentlich mehr. Also bis gleich, NRW 18, adieu. Ciao.